Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connections Switzerland Event Video. Wir stehen ja noch in Salzburg und schauen mal, wo wir jetzt in die Schweiz hinfahren. Jetzt haben wir natürlich wieder die ganzen anderen Länder, die wir sonst gebraucht haben. Bär, wieder zu Treaty. 25.000. Das ist natürlich also ein bisschen schwierig mit Aufträgen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also ich würde schon eher lieber entweder halt direkt in Bern reinfahren oder halt Zürich. Oder halt Genf. Aber dann haben wir halt jetzt Zürich als nächstes. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt 11.230 Kilogramm Gabelstapler von Salzburg nach Zürich zu Stokes für 19.720 Euro. Fahrtstrecke von 550 Kilometer und danach wird es schwierig. Danach können wir noch nach Niederlande, UK, gut, Skandinavien, Tschechische Republik, Slowenien, Kroatien etc. pp. Aber es wird allmählich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil wir halt meistens die Aufträge nach Slowenien und sowas nicht bekommen haben. Und Italien, Frankreich, gut, und Spanien und Portugal wird natürlich auch noch gehen. Aber wir fangen jetzt erstmal den Gabelstapler nach Zürich. Zeit zu gehen. So, jetzt aus, dann wollen wir mal. Ist auch direkt um die Ecke. Der Regen sollte auch bald aufhören. Eieieiei. Wäre auf alle Fälle wünschenswert. Wir sind auf jeden Fall repariert. Muss ich jetzt gerade noch ein bisschen im Regen aufpassen, dass es auch so bleibt. Der Regen hat da irgendwie was anderes vor. Biege nach links. Hier ist nur ein Weg. Ich hab mir gedacht, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie noch einen anderen Weg haben, wo wir reinkommen können. Zu Renat. Endlich, hat auch lange noch gedauert. Demnächst rechts abbiegen. Das hat echt lange genug gedauert. Rechts abbiegen. Dass wir endlich abbiegen konnten. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hier bin mal ein bisschen zu stark in Eisen gegangen. Aber lieber zu stark als zu wenig. Vielen Dank. Aber ich muss schon sagen, was ich cool finde, dass nicht, dass jetzt nur die Hinterreifen sind, sondern dass auch die Vorderreifen schon hier die Gischt aufwerfen. War ja, meine ich, vorher nicht so. Zumindest wirkte es immer so, als ob es erst bei den Hinterrädern anfing. Loslegen.
Wollen wir mal schauen. 551 Kilometer. Wir fahren wieder die A8 hoch, fahren wir durchs Alpenvorland über die A99, die A96. Dann geht es wieder denselben Weg quasi zurück über die A14, die E43 und dann fahren wir die E60, also die A1 nach Zürich und fahren dann auch, hier passt uns jetzt gerade, dann fahren wir auch direkt durch Zürich wieder durch. 551 Kilometer, wie gesagt. So, Rundumleuchte an. Hier ging es raus. Ich wollte schon auf der anderen Seite raus. Kann man überhaupt raus? Nee. In diesem Falle nicht. Rechts ab. Schön, dass der Blinker doch wieder ausgegangen ist. Demnächst rechts abbiegen. Einfach mit diesem Weg jetzt. Den kriegen wir scheinbar doch noch nicht auf. Auch gerade echt jedes Mal regnet, nachdem man ihn gespendet hat. Das ist echt belastend. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Fürs Vorlassen. Links halten und dann links abbiegen. Das kriegen wir doch hin. Ach, rote Ampel. Biege nach links ab. Der müsste dann halt wirklich aufhören. Also man sieht ja eigentlich nur blauen Nebel. Rechts halten. Also er ist nicht komplett blauen Himmel die ganze Zeit, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich kurz mit WASD bremsen, lenken, während ich mit Pfeiltasten gelenkt habe. Und der Regen auch langsam auf. Wir nicht, wie vorher, wie vermutet, so. Vermutet vorher gesagt, wie auch immer. Was man das nennen mag. Eieiei. Bitte links halten.
bitte links halten. Lohnt sich ja schon fast gleich. Eventuell, wenn es nicht besser wird, vielleicht ganz noch mal kurz Leute starten. Es sei denn, es ist wirklich besser, wenn wir aus Salzburg raus sind, aber das müsste ja eigentlich jetzt schon passieren. Jetzt ja eigentlich hier gewesen, der Fall. Das war gerade der ganze Sinn. Nun gut. Machen wir das eben hier. Finden. Am Chiemsee. Zeit zu Denn wollen wir mal weiter. Okay, 78 Kilometer noch. Ich muss auch wieder ein bisschen gut timen mit dem Uploaden, weil ich habe jetzt gerade ein 35 GB Video, was noch hochgeladen werden muss. Zusätzlich, das war noch eine Sache. Muss ich nur gucken. Weil ich muss erstmal das noch rüberziehen, das eine Video. Das wird ja auch nochmal ein Schnickchen dauern, dann habe ich jetzt eine Video wieder hoch. Dann, na gut. Mal schauen, vielleicht muss ich wieder zwei Videos auf einmal hochladen. Der Himmel ist auch gerade wieder crazy. Vielleicht wird es auch noch so crazy, weil es ein bisschen auch so gerade mal draußen wieder Sonne rauskommt. Und es deswegen so wirkt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle jetzt wahrscheinlich draußen auch wieder ein bisschen wärmer, also gut für mich jetzt nicht wirklich, also hat man zwar das eine Video noch nicht angeschaut und so weiter, aber vom Thumbnail her gesehen, fuck you. Von uns hat man her gesehen, soll es ja eher so im Osten Deutschlands super warm werden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das alles so war, aber ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Und hier ist dann doch eher ein Potenzial für Tornados da. Oh, links halten. Bisschen spät. Da bremst sich auch noch aus wegen der Folie vor mir. Wegen des Vogels von mir. Aber nein, wird zumindest trotzdem wieder ein bisschen wärmer und nicht so hier 12 Grad Maximaltemperatur. Im fucking Juni.
War ja auch schon anders wild. Muss ich mir gleich nochmal reinziehen, das Video. Der kam angerauscht. Also ist ja auch nicht nicht ungewöhnlich, dass es Tornado-Gefahr oder Potenzial in Deutschland gibt. Wir sind ja schließlich im europäischen Tornado Alley. Sind zwar nicht so häufig wie jetzt in Amerika, aber nicht selten. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben so jährlich haben wir, glaube ich, ein 13. oder so von den Tornados, die Amerika hat. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nee, ich bremse mit dem Motorbremse runter. Nimm die Ausfahrt rechts. So, runter auf 63. Gut, ich kann auch mit. Es ist eine schöne gerade, eine schöne Kurve. Schöne gerade Kurve, ja. Eine geschmeidige Kurve haben wir hier. Kann ich schon wieder raus beschleunigen. Der Tempo, das brauchen wir ja noch. Ein Zürich ist auch schon ausgeschildert, sehr schön. Ich wollte nicht nach rechts gucken, aber okay. Man rechts halt nicht. Sind wir zu spät, 314 Kilometer noch. Wir fahren erst nochmal durch Brenz. Nee, fahren nicht durch Brenz durch, wir fahren durch Bregenz durch. Das können wir dann schließen, das brauchen wir nicht mehr. Zum Glück muss ich auch nicht mehr ganz so viel Dateien, Ordner, Tetris spielen. Ich habe mittlerweile jetzt so, bin wieder bei über 100 GB freien Speicher. Auf 8 TB HDD. Ich habe echt gut was weggerendert. Was halt echt gut was, also gut, ist halt irgendwie ein bisschen was dazugekommen, aber doch schon 50, 60 GB roundabout. Warum hat der Warmblinker an? Und ist trotzdem weitergefahren mit
70 Sachen mindestens. Fahr schon wieder bei Nacht hier durch den. War das nochmal Zollübergang St. Bitte Margareten? links halten. Warte mal, den Dreh. Ist mir erst nochmal gerade aufgefallen. Ja. Ich war kurz am Überlegen, weswegen ich nochmal hier auf dem Laptop Avamedia installiert habe, aber das war ja lag ja daran, weil ich glaube ich irgendwann mal den Gedanken hatte, auf dem Laptop hier irgendwie was von der PS4 aufzunehmen. Also irgendwann mal ist auch schon, glaube ich, jetzt 4, 5 Jahre her. Minimum. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Tanken muss ich prinzipiell nicht, das können wir auch noch in der nächsten Fahrt machen. Ist halt belastend, dass es eine Nachtfahrt ist, weil die Sonne jetzt gerade scheint. Also, es ist schön, dass die Sonne scheint, weil es letzten Tag eigentlich nur noch am Regnen war. Was auch nicht verkehrt war, weil ich dadurch nicht irgendwie jeden Abend. Boah, das ist eine halbe Stunde schon da gewesen sein. Weil irgendwie, na gut, mittlerweile ist ja ein bisschen mehr, immer durchs Haus rennen musste, um Blumen zu gießen. Na, war sogar noch eine Kosten oder Dusche für die Blumen. Also wir haben beim Hauptzollamt, also er ist abgefahren, alles klar. Alles klar. Und wir fahren jetzt zum. Okay, war doch. Ja, wir fahren jetzt nach Bregenz rein. Durch Bregenz durch. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das machen wir. Bisschen zu langsam. Aber lieber auf langsam und entspannt als zu schnell. Bitte links halten. Auch nicht, wo ich damit gerechnet, dass es so gut ist, so gut, ne, sag schnell, sehr gut, abbremst. Das kommt auch noch mal dazu.
demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wo bist du denn, Kollege? Komm immer mehr. Du bist abbiegen. Da kommt niemand. Dann dürfen wir endlich fahren. Nach Zürich und St. Gallen. Kleinen Tanke hier vorbei. Ist die. Ne, die ist nicht drin, okay. Der externe HDD ist nicht drin. Kann ich gleich den Stick reinstecken? Immer geradeaus. Kilometer noch. Schaffen wir noch einen Rutsch, ne? Ja. Immer geradeaus. Geht ja auch gleich wieder auf die Bahn. Dann geht's auch wieder flotter voran. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja? Okay. Danke für nix. Ja, kurz gedacht, er bremst, die adaptive Geschwindigkeitsregulierung bremst nur irgendwie ab, weil da keine Ahnung Autos stehen oder whatever. Und jetzt nicht wie beim letzten Mal, dass einfach ein Berg ist und deswegen abgebremst und dann wieder weiterfährt. Aber er ist leider nicht weitergefahren. Also er hat es angetäuscht und ich dachte, ja, okay, nice, er fährt weiter. Und dann hatte er doch keinen Bock mehr. Warum auch immer. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Muss man jetzt nicht verstehen. Nach links ab. Wie viel Kohle bekommen wir noch für den Auftrag? 19.000, dann sind wir bei 170. Demnächst rechts abbiegen. Ach, ist so wieder cool hier bei den ganzen Bahnschienen und so mit dem Industriegebiet hier. Biege nach rechts ab.
Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Zu krass raus beschleunigt. Ein bisschen Bammel ist gerade, dass die adaptive Geschwindigkeitsregulierung da wieder reinkickt, weil in der Leitplanke ist. Ach je. Und da waren es nur noch 79 Kilometer bis Zürich. Wieder mal der Endspurt. Da wir auch wieder gerade doch schon relativ nah am Balkan sind und eher so im Osten, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass wir da einen guten Auftrag bekommen. Also ich meine, so nett Zürich ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt, so dass man jetzt von Zürich nach Slowenien, zurück nach Zürich, dann, I don't know, Serbien, zurück nach Zürich, Montenegro, zurück nach Zürich und Albanien oder so fährt. Also eigentlich ist Zürich ein guter Punkt für den aktuellen Verlauf jetzt gerade. Aber auch echt viele Leute, die rausgezogen werden. Auf dieser aktuellen Tour jetzt. An dem Vorbeifahren. Ich muss mich doch gleich wieder links halten. Was ist das wieder für ein Käse? Bitte links halten. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, sehr gut, ich 160.
dann sind wir in Zürich. Langsam jetzt immer rechts halten wieder. Cool. Bitte rechts halten. Machen wir. Und ich gehe nochmal runter auf 30. Okay, 35 ist auch in Ordnung. Oder 40. Demnächst links abbiegen. Aber wir wollen ja jetzt nicht nochmal kurz vorm Ende Rabatz machen. Biege nach links ab. Garantiert nicht. Ich war ja schon mal umspringen. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und dann dürfen wir auch schon direkt weiterfahren. Das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen links halten, oder haben wir da wieder eine Ausfahrt autobahnmäßig? Ich glaube eher letzteres. Ich glaube, das ist also direkt. Gleich beim Aus bei Stoke ist, glaube ich, direkt ein Platz, wo man pinnen kann. Und da haben wir auch den nicht mehr allzu weit dafür. Bitte links halten. Wir haben es immer noch. Rechts halten. Ja, gut, ich kann wohl nicht hin. War noch eine Werkstatt, eine Garage. Sogar eine Werkstatt, glaube ich. Jetzt habe ich gesehen. Eventuell. Im Regen hätte ich mich aufs Maul gelegt. Rechts halten. Und dann bleiben Sie. Ach, hier ist die Werkstatt. Das andere ist einfach nur ein LKW-Händler, okay. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab.
Hallo. Ach, hier sind wir. Okay. Dann fahren wir anders. Was schleicht denn der Kollege da vorne oder so? Wir sind heile angekommen. Cooles Prefab von Stokes. Coole Abladeort. Da sind wir rein. Gut, war jetzt ein bisschen unnötig, da hätte ich auch direkt so rückwärts fahren können. Gar nicht wirklich realisiert, dass wir hier einen Trailer erwischt haben, der hinten eine Lenkachse hat. Eisenhocher liegt rechts neben uns, links neben uns natürlich, links. Gut, aus diesem Winkel ist rechts, aber ja. Soll das Betonrohr sein. Wie auch dem auch sei, ich habe vergessen, die Rundumleuchte wieder anzumachen, weil ich das Spiel gestartet habe. Wie immer läuft. Da haben wir die Fracht ab. Ausgezeichnet, Gabelstapler von Salzburg nach Zürich geliefert. Gefahrene Strecke 554 Kilometer, Dauer, sagen wir mal 45 Minuten. Oder 50 Minuten. Ah, sagen wir eher 45 Minuten Fahrzeit. Verbrauchterkraftstoff 271,1 Liter. Bei der 209. erledigte World of Trucks Auftrag in Euro Trucks Simulator 2. 19.720 Euro gab es dafür 832 Erfahrungspunkte. Wir sind ja eh gleich da drüben, deswegen gucken wir jetzt schon mal kurz nach. Ob wir was haben. Wir haben sogar Spanien dabei. Sehr schön. Malmö. Wild. Und das war's. Also bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht in 2 Tagen. Beziehungsweise so in roundabout 46 Stunden. Wie dann die Lage ist. Komm auch so, glaube ich, dahin, ne? Kann ja echt alles möglich sein. Ob dann auch wieder nur die Aufträge da sind, die extrem weit weg sind, oder ob wir doch was in den Balkan haben. Also ich erhoffe mir den Balkan einfach nur, weil, oder ich erhoffe mir einfach Zürich, weil wir dadurch halt eher die Möglichkeit haben, mit dem Balkan, da haben wir so viele Länder, und ansonsten haben wir halt nur Spanien, Portugal, dann Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, gut, ist auch schon sehr weit im Norden jetzt wieder, aber, ne, die Auswahl, die sinkt, und ich erhoffe mir einfach vom Balkan oder von Zürich, dass wir halt eher den Osten abdecken, und im Osten haben wir halt noch über 10 plus Länder.
Aber wohin die Reise geht, werden wir dann in 2 Tagen sehen. Im nächsten Video dann hier vom Trail Connections Switzerland Event. Und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal. Oder vielleicht sehen wir uns auch beim Cruising in Nebraska Event, wo dann im morgigen Video die letzte Fahrt ansteht für das persönliche Eventziel. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.